willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land beim Wasserkutschieren. Und nicht schon wieder geblitzt werden? Nee. So. Also, das Geld verdienen wird heute weitergehen. Ich gebe jetzt zwar wieder ein bisschen Geld aus. Wasser muss bezahlt werden. Und vor allem zu den Hühnern, weil das ist gerade so eine massive Produktion und Geldeinnahmequelle. Wenn die stillsteht, dann gehe ich pleite. Und dann müssen wir auch mal gucken, ob wir noch was zum Kartonproduktion bringen, weil ja, wobei Karton, wir haben noch was, aber es kann natürlich immer ein bisschen mehr werden. Mehr ist immer gut. Ich mal mit dem Tatra gefahren, ey. Der hat ja hier eine Lenkung wie ein Panzer. Ist ja kreislich. Also ne, warte, ich muss ja da drüben rein. Ach Mensch, ey. Ist ja schlimmer wie Stroh reinfahren. So. Gut, warte mal, wenn der, solange der abtankt, kann ich doch mit dem Dinger hier drüben schon mal wieder Eier verladen. Oh, was ich gerade ganz außer Acht verlasse, ist die Rechnung, die der Krüger noch kriegt. Aber die ist ja eigentlich... Ja, da ist halt die Frage, was unser lieber Anwalt sagt. Ist die Rechnung gerechtfertigt oder eher nicht? So, haben wir hier noch was drin? 8400 Liter. Ist jetzt nicht so viel. Aber ist egal, ich hole trotzdem nochmal 32.000 dann. Und das, was übrig bleibt, das kommt in die Kartonproduktion. Ganz einfach, haben wir das.
Knie jetzt schon wieder kaputt. Frage war ohne, hallo? Hallo, hier ist der Mama. Ja. Du fährst schon los? Hä? Fährst du schon los zu Mehmet West? Warum? Wegen den Autorennen? Nö. Hat doch noch Zeit. Kann ich hier jetzt kein Wasser ableiten? Ja, hat eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ah, okay. Über wird ein Nachtrennen. Okay. Gut. Jo, denn. Ciao. Ciao. Was ist denn los mit dem Kackfass, ey? Ich hasse den immer. Der hat so eine Kacklenkung. Bin ich zu weit. Jetzt. Genau die Palette da hinten dran. Ups. So, ich würde nämlich eigentlich gerne heute Abend noch das Zeug hier loswerden. Das Zeug. Die goldenen Eier. Die Fabergé. Oder wie heißen die Dinger? Die russischen Porzellaneier. Die würde ich gerne noch loswerden. Fabergé, glaube ich, heißt es. Das war knapp. Heute spinnt die Lenkung ein bisschen. Was ist jetzt los? Die
So. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen, ob ich den MAN nehme. Ich glaube, das mache ich. Geht's, ey. Was haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, 9. 54.000 €. Von 3,5, wobei der Eintrittspreis steigt gerade noch. Soll ich vielleicht tatsächlich noch warten, bis morgen den Eier verkauft? Ich warte bis morgen mit dem Eierverkauf. Einbahnstraße. Ich wollte nämlich jetzt hier auf den Parkplatz stellen, den Anhänger. Einbahnstraße. Alter, wie eng ist denn das hier? Gut. Dann steht er schon mal in der Nähe, zumindest. Dann hole ich jetzt vielleicht noch mal schnell eine Ladung Wasser. Reicht die Zeit? Könnte reichen. Weil dann müsste ich, ja, das war jetzt total unnötig. Das hätte ich nachher mit hochnehmen können. Naja, egal. Ich hoffe, dass ich noch eine Ladung Wasser runterkriege jetzt schnell.
So. Wäre nämlich doof, wenn ich zu... Nein! Alter! Zweite Mal diese Woche schon. Zweite Mal, dass ich geblitzt werde. Insgesamt habe ich 2000 Euro Blitzerkosten gezahlt jetzt diese Woche. Alter Verwalter. Naja, umfahren wir mal die zwei anderen Blitzer beim Vierhändler und der da an der Kreuzung. Besser ist es bei meiner Trefferquote diese Woche. So wenig Blitzern wie möglich zu begegnen. So. Zum Glück ist keine Polizei da, kann mich nicht belangen. So, dann funke ich gerade mal einen Neumann an. Klingelingeling. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Yo, was kriegt denn die Gemeinde für 64.000 Liter Wasser? Vom Wasserturm? Jo. Moment mal. Ja, 22.400. Also 22,4. Ja. Moment. Stell ich hier so am besten neben mich. 22,4. Müsste angekommen sein. Ja, perfekt. Bring jetzt kurz das Wasser hoch nach Hause und dann komme ich. Perfekt. Oder? Ja, doch. Also, bis denn. Ciao. Ciao. So. Also, wieder zurück zum Hof. Wasser ausladen. Dann mit dem LKW... Ja, ist ja nicht meiner, kann ich einen Sprit verfahren. Dann fahre ich, glaube ich, direkt zu Mehmet mit dem LKW hier. Weil sonst muss ich beide Zellulose nochmal anhalten. Kostet auch nochmal Zeit.
weiß nicht, ob sich das dann so lohnt. Bloß nicht umfallen auf den letzten Metern. So, also morgen Autorennen. Nice. Bin mal gespannt, mit was für Karren. Ob wir hier die alten Pickups kriegen, einen neuen Pickup, einen AMG vielleicht sogar. Oder ob wir mit der Dacia rumfahren, mit dem Dacia. Bin ich mal gespannt. Warum das Ganze? Morgen. Uiuiui. Morgen ist es 2 Jahre auf den Tag her, dass wir unser RP-Projekt gestartet haben. Es heißt knapp. Warte mal, wir hatten zwischendrin ein bisschen Pause mal. 190, 155. Ja, immerhin 650 Folgen circa. Also nagel mich jetzt nicht fest. 650 Folgen Real Farming haben wir inzwischen. Das hat doch jetzt mal wunderbar geklappt. Gucken wir nochmal nach dem Eierpreis. Ich bin halt nicht sicher, ey. Wird er nochmal steigen oder... Dinkel geht auf die 1000 zu. Dinkel knackt die 1000. Sind auch nochmal 100.000 Euro. Ey, diese Woche. Nochmal, sind 200... 20. Diese Woche könnten wir eine 500.000 Euro Umsatz machen. Eine 500.000. Holla die Waldfee. Und alles hat damit angefangen, dass ich den Entschluss gefasst habe, aus der Agrargenossenschaft auszutreten, beziehungsweise die zu Dings nieder. Zu beenden. Zu löschen. Mich wieder in Blitz zu fahren. So. Also, liebe Leute, ich mache mich jetzt auf zum Mehmet. Und danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen rein. Morgen gibt es eine knappe Folge lang Autorennen. Und alles, was drumrum so dazugehört. Also es wird eine Strecke sein über die Map. Dann bin ich mal gespannt, was der Herr Neumann sich da ausgedacht hat. Aber jetzt erstmal macht's gut, bis morgen. Tschüss.